Die Playlist-Funktion ist eine neue Möglichkeit, um mit Registration-Bänken zu interagieren. Sie ermöglicht es nicht nur, eine Bank auszuwählen, sondern auch eine genaue Registration. Hierdurch können Setlisten aus Titeln aufgebaut werden, die einen schnellen Zugriff für die Live-Wiedergabe ermöglichen. MusicFinder-Dateien können ebenfalls geladen werden. Sie werden konvertiert und als Registration-Bänke in der Playlist des Genus berücksichtigt. Speichern Sie die MusicFinder-Datei auf einen USB-Stick. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Genus und wählen Sie Playlist aus. Klicken Sie auf die File Selection Box und wählen Sie die entsprechende MusicFinder-Datei vom USB-Stick aus. Jeder Eintrag wird zu einer Registration-Bank mit dem Namen des MusicFinder-Eintrags umgewandelt. Eine Playlist-Datei wird auch erstellt und auf dem USB-Stick gespeichert. Wählen Sie die Datei aus und finden Sie die Einträge in der Playlist.